Guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Leute, ich muss etwas leiser reden, denn wir haben es jetzt gerade 23:30, also nachts. Und Leute, morgen fängt mal wieder für mich die Schule an, nach 6 Wochen. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich habe gar keinen Bock drauf, wirklich gar keinen Bock, vor allem, weil wir nächste Woche noch Klausuren schreiben. Deswegen ist es irgendwie ziemlich ätzend und ich muss mein Zimmer gleich noch ein bisschen aufräumen von meinem letzten Video. Meine Tasche ist übrigens auch noch nicht gepackt, also. Und außerdem muss ich gleich noch duschen, also ich würde sagen, ich bin sowas von vorbereitet für morgen. Vor allem das Schlimme ist auch noch, dass mein Schlafrhythmus kaputt ist. Heißt, dass ich jetzt vielleicht die ganze Nacht nicht schlafen kann, das kann wirklich sein, weil ich eigentlich immer so bis 3 Uhr nachts oder so aufbleibe. Deswegen würde ich einfach nur sagen, Leute, wir sehen uns morgen früh wieder. Und ich melde mich da morgen um 6 Uhr wieder. Let's go. Guten Morgen, Leute. Wir haben es jetzt gerade 6.21 Uhr. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Und Lisa ist jeden Morgen mit mir hier am Start. Ja, perfekt. Ich habe meine Tasche immer noch nicht gepackt, weil ich gestern ein bisschen zu voll war. Mein Bus fährt übrigens um 7.10 Uhr, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich mir noch was zu essen machen muss. Schutzmasken natürlich nicht vergessen, sonst komme ich nicht in die Schule rein. Naja, wäre schon nice. So, jetzt bin ich an der Küche und als allererstes muss ich immer meine Katzen füttern. Yummy! Oder stinkt so nach Scheiße. Und jetzt bin ich an der Reihe, jetzt muss ich mir was zu essen machen. Vor allem, wir dürfen in den Pausen auch gar nicht aufstehen oder rausgehen oder keine Ahnung. Heißt, wir müssen einfach 6 Stunden lang sitzen. Also klar, wir haben Pausen. Deswegen mache ich mir auch was zu essen, sonst verrecke ich. Weil normalerweise hole ich mir immer was vom Kiosk, aber der Kiosk hat leider diesmal nicht offen wegen Corona. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich nur noch 15 Minuten Zeit habe. Let's go! Ich habe jetzt gerade gegessen, Leute, und habe mir mein Frühstück für die Schule fertig gemacht. Mega nice. Ich fahre übrigens nach der Schule immer direkt nach Mc's, weil Mc's direkt neben meiner Schule ist. Und heute gibt es einfach 20er Nuggets für 5 Euro im Angebot. Muss ich mir heute einfach gönnen. Ich war auch so lange nicht mehr bei Mc's. Also eigentlich feiere ich Mc's gar nicht so heftig, weil es eigentlich nur Fraß ist. Also no front, nichts gegen Mc's, aber es ist einfach so. Let's go. Die Schuhe sind an und alle Katzen sind hier am Start. Jetzt geht's los zur Schule, aber ich werde meine Kamera nicht mitnehmen. Ich werde da nicht mit meiner fetten Kamera rumlaufen. Also, wenn das jetzt so eine Vlogging-Kamera wäre, okay, aber so eine fette jetzt nicht. Ich werde vielleicht nebenbei mit einem Handy was mitfilmen, muss ich mal schauen. Aber falls ich nichts mitfilme, würde ich sagen, wir sehen uns dann nach der Schule nochmal wieder. So, Leute, nur noch einige Meter, bis ich meine Bushaltestelle erreiche. Ja. Das war übrigens gerade ein Huhn. Hahn. Der schreit wirklich jeden Morgen, wenn ich hier vorbeilaufe. Ich glaube, ich bin gleich an der Bushaltestelle die Einzige, weil wir fast die Einzigen sind, die Schule haben. Weil ich ja nächstes Jahr meinen Abschluss mache und wir schreiben einfach nächste Woche noch Klausur. Also ein bisschen unnötig finde ich das schon, aber naja, keine Ahnung. Dann war ich auch schon in der Schule und hier sieht man auf jeden Fall ganz deutlich, dass wir den Abstand einhalten mussten. Außerdem wurden wir in 2 Gruppen aufgeteilt und hier wurden die Tische auseinandergeschoben. Und hier sieht man mich mitten im Unterricht. Hallo da. So, Leute, ich bin gerade durch die Tür spaziert und meine Schule ist jetzt aus. Kira ist natürlich mal wieder am Start und dein Staubsauger ist am Start. Und Lisa ist natürlich auch am Start und hier ist ein Paket für mich angekommen. Was mache ich immer nach der Schule? Ich esse eigentlich immer direkt nach der Schule und ich würde sagen, das werden wir jetzt erstmal machen. So, Leute, ich habe fertig gegessen und ich bin jetzt satt und ich habe das Gefühl, meine Katzen verfolgen mich einfach wirklich den ganzen Tag, wie seit heute Morgen. Mama, ich muss dir was beichten, falls du das jetzt gerade siehst. Und zwar neben meiner Schule ist ja McDonald's und heute gab es 20 Chicken Nuggets für 5 Euro und ja, ich dachte mir einfach, ich kaufe mir die mal, aber natürlich habe ich auch gerade das Essen von meiner Ma gegessen. Aber Leute, auf jeden Fall, ich bin gerade von der Schule gekommen und ich kann euch ein bisschen was erzählen. Also im Bus mussten wir natürlich Masken tragen und da waren überall so Bänder wegen 1,50 Meter Abstand und so. Draußen habe ich jetzt keine Maske getragen, aber in der Schule mussten wir auch Masken tragen und da waren extra Stühle im Flur aufgestellt, damit wir so Abstand halten. Ich weiß nicht, hier könnt ihr das, glaube ich, kurz sehen, da ist auch so ein Kreuz oder so. In der Klasse wurden die Tische auch ein bisschen weiter auseinandergestellt, auch wegen Abstand und so, aber wir mussten in der Klasse keine Masken tragen. Das fand ich mega gut, weil ich dachte wirklich, wir müssen halt 6 Stunden lang mit so einer Maske sitzen. Das wäre richtig abfuck gewesen, aber ich fand es eigentlich relativ entspannt. Also es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Morgen habe ich jetzt keine Schule, also ich habe jetzt Freitag wieder Schule. Ich würde sagen, Leute, ich gönne mir jetzt noch meine restlichen Nuggets und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Leute, ich melde mich auch mal wieder nach circa 2 Stunden. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade eingeschlafen, habe gerade 2 Stunden lang geschlafen. Und ich habe gerade eine E-Mail von UPS bekommen, dass ich heute Morgen eigentlich ein Paket bekommen hätte, aber weil heute Morgen keiner zu Hause war, konnte keiner das Paket annehmen. Und Leute, ich glaube, ich weiß, was es für ein Paket ist, aber wir werden das Paket gleich gemeinsam abholen. Aber ich werde euch nicht zeigen, wie das Paket von außen aussieht, falls es wirklich das Paket ist, woran ich wirklich denke. Das wäre nämlich mega.
Okay, Leute, ich bin wieder zu Hause und ich zeige euch jetzt das Paket. Und zwar, ich habe ein Paket. Oh mein Gott, es ist wirklich das, was ich dachte. Ich habe ein Paket von YouTube bekommen. Lisa, ich habe ein Paket von YouTube bekommen. Aber Leute, dieses Paket werde ich erst morgen auspacken. Deswegen schaltet morgen auf jeden Fall ein. Aber an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder meinen Daily Vlog für heute. Ich muss nämlich gleich zur Fahrschule. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen hast, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army. Es lohnt sich wirklich. Seid genauso halt wie ich auch morgen. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Und peace out. I'm not